Das hat mich auch sehr überrascht. Folgendes ist passiert. Nacon Gaming steigt in Simracing ein. Es gibt von denen beispielsweise die Nacon Revolution Pro Controller, andere Hardware auch, Arcade Sticks und so weiter. Und die bringen jetzt Simracing Hardware, also als angekündigt. Und zwar unter dem Label Revo Sim. Und sie wollen Direct Drive gleich mal rausbringen. Eigentlich ganz ähnlich, so wie Turtle Beach zuletzt auch schon. Die Ankündigung gab es jetzt eben bei der Big Ben Week, das ist auch so eine jährliche Veranstaltung. Da wird auch die Erfahrung unter anderem vom KT Racing Studio hergenommen, also Kiloton Racing Studio. Das sind die Macher eben von WRC und auch von Test Drive Unlimited. Was ich mir halt frage, was für einen Preispunkt wird das haben? Wo setzen die das an? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass die sowas Ähnliches machen wie Turtle Beach mit dem, wie hieß es, Velocity One Lenkrad- und Pedalsystem. Das ist wirklich ein Komplettset. Alles in einem. Ist auch fest montiert. Das hat, und kostet 700 Euro. Kompatibel mit Xbox und mit Windows. Nicht mit PlayStation. Die Lizenz fehlt hier noch. Ich denke, dass Nacon in ganz ähnliche Richtung geht mit diesem Lenkrad. Wahrscheinlich auch Komplettpaket. Sie müssen fast Komplettpaket machen. Lenkrad, Bass und Pedale, weil es gibt ja nichts von Nacon. Die können ja nicht sagen, nimm halt irgendwelche anderen Pedale. Was ich mich aber auch frage, was haben sie auch nicht gesagt, ist, was für Plattformen kompatibel ist. Wahrscheinlich, also ich denke mir, das ist definitiv erstmal PC-kompatibel. Vielleicht Xbox-kompatibel, aber ich sehe hier nirgends in der Ankündigung, dass es auch für die PlayStation kommt. Wobei natürlich, Nacon hat die PlayStation und Xbox Lizenz mit ihren Controllern. Die können bereits, die Revolution Controller gibt es ja für PlayStation und die Xbox. Die bringen das Lenkrad passend zu Test Drive Unlimited raus. Wenn das rauskommt, kommt das Lenkrad mit dazu. Nicht, dass man es braucht, weil ganz ehrlich, Test Drive finde ich, da braucht man kein Lenkrad. Aber ist halt eher nice to have. Und hoffentlich funktioniert es natürlich auch mit entsprechend anderen Rennspielen. Und im besten Fall halt dann auch eben entsprechend kompatibel, was ich mit dem Forza oder mit einem Gran Turismo. Test Drive Unlimited Solar Crown hat einen Release-Termin. 12.09. 12. September kommt das raus. Dann wird das Gerät auch rauskommen dazu. Und als Bundle natürlich auch. Hardware mit Spiel. Es ist nur interessant, dass noch ein weiterer Hersteller plötzlich einsteigt in Sim Racing. Weil Hintergrund ist nämlich der. Wir hatten ja jetzt zuletzt Corsair, die ja jetzt Fanatec übernehmen. Das heißt, die waren da schon sehr interessiert am Simracing, weil sie da noch nichts haben. Dann kam plötzlich Turtle Beach mit Simracing an Start. Und jetzt kommt Nacon auch noch in den Simracing-Markt. Und alle mit Direct Drive.